Ahoi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rise of Minecraft. Und zwar haben wir genau gestern Abend einen wunderbaren, schönen kleinen Livestream gehabt. Und ich schaue mich mal kurz um. Wir haben einiges verändert. Sind nicht so doll technisch unterwegs gewesen, eher so ein bisschen designmäßig, was auch dringend nötig war, denn das ist ziemlich untergegangen. Unter der ganzen Technik und wir sind in einem Raum, den ihr so ganz sicher nicht wiedererkennen werdet. Hier unten sind nämlich die beiden Quantum-Ringe hingewandert. Einmal die Link Chamber Richtung Network 1, also in den Todesstern, und Richtung Mechanism. Und hier ist noch Platz für mehr, wenn wir es denn brauchen. Und wenn wir jetzt mal nach oben schauen, dann kann man eventuell langsam erraten, wo wir vielleicht sind. Und zwar genau an der Stelle quasi, oder fast an der Stelle, an der wir beim letzten Mal aufgehört haben. Nämlich hier, im Lager. Wir haben die Lagerräume ein wenig umgebaut, ein wenig angepasst, ein wenig modernisiert und finalisiert. Wir haben jetzt auf jeder Etage Crafting Terminals. Wir müssen nicht immer nach oben oder nach unten fahren, um craften zu können. Wir haben die Quantum Ringe, glaube ich, sehr schick untergebracht. Und nicht mehr so lose oben hängen am ME-Kern. Das hier sind sogenannter Voidstone, den habe ich gechiselt. Genauso wie dahinter, das ist sogenannter Energized Voidstone. Auch der ist gechiselt. Alles hier rundherum sind die allseits beliebten Anti-Blocks. Hier oben Inverted Purple Lamps. Das sind einfach Laboratory-Blöcke rund um unseren Aufzug. Und hier ein Crafting-Terminal mit dahinter einem lilanen Kabel. Ja, hier, wie ihr es wahrscheinlich letztes Mal schon im Thumbnail gesehen habt, oder vielleicht gestern im Stream, ich habe mich dafür entschieden, nur eine Reihe dieser Fässer hier aufzustellen. Das wird absolut reichen. Wir haben hier Wasser, Ender, Redstone und Lava. Jetzt kommt noch Gelid Cryotium und dann fehlt mir auch schon die Fantasie, was man wirklich noch regelmäßig an Flüssigkeiten brauchen könnte. Das Ganze wird ein wenig auf Vorrat gehalten. Hier hinter, das ist jetzt ein kleiner behelfsmäßiger Raum. Der muss allerdings auch nicht viel größer werden. Und ich sehe gerade, machen die jetzt Signal oder machen die kein Signal? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir müssen mal, diese ganze ME-Fluid-Geschichte ist amtlich verbuggt, möchte ich mal sagen. Ihr seht es schon an den Monitoren hier, denn, ne, 10 Kilo Bucket stimmen sogar, 16 Kilo Bucket stimmen nicht ganz. Und das Ding ist, der sollte eigentlich bei 15 aufhören. Das ist sehr ärgerlich. Deswegen habe ich gerade überlegt, gibt er überhaupt noch Signal oder nicht? Bei 15 sollte er aufhören. Up below? Ah nein. Equal or above. Dann sollst du ein. Nein, wenn das Level below ist. Emit when levels are below limit. Und du sollst. Na, das ist natürlich. Nur mit Signal aktiv sein. Und du hast hier auch eine Einstellung von. Falsch. So soll die Einstellung sein, wenn Below Limit und Below Limit. Ich musste die ganze Chose hier nämlich im Stream umsetzen und dann habe ich natürlich nicht mehr kontrolliert, ob die Crafting-Einheiten, ob die Redstone-Karten richtig eingestellt sind. So, das wollte ich eigentlich gar nicht mit euch machen jetzt in der Folge. Haben wir das aber mal schnell geklärt? Auf jeden Fall, der müsste eigentlich noch weitermachen. Naja, ziemlich verbuggt.
Wir haben hier einen Wireless Charger da oben hinter versteckt. Wir haben die Melonen in die in das ME-System einsortiert, in die Deep Storage Units, genauso wie die Gastränen und hier das Charged Zertus Quartz. Hier oben hat sich weiter nicht viel verändert, bis auf diesen Kranz und diese Schwelle und eine Art kleinen, wunderschönen, hübschen Regenbogen. Ich finde das total genial. Ich hatte das ja mal vorgeschlagen und die Idee kam ganz gut an, diesen Durchgang hier mit Kabeln auszukleiden. Und es ist tatsächlich soweit, dass nur noch ein Platz für ein einziges Kabel in diesem Durchgang überhaupt frei ist. Und ich finde, es sieht einfach, es sieht genial aus, oder? Könnt ihr mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Und dann fahren wir direkt noch eine Etage weiter hoch. Hier sehen wir nochmal unsere vier beliebten Terminals, damit wir wirklich von jedem Punkt aus darauf zugreifen können. Alles perfekt. Hier könnte man vielleicht noch Pattern bestellen. Und zwar ein Stack, damit wir die Pattern hier reinlegen können. So. Und dieser Raum ist auch fertig. Auch wenn es nicht so aussieht, hier draußen ist noch ein bisschen Gemüse, was da rumsteht. Aber hier draus ist ein Raum geworden. Ein sehr offener, sehr luftiger Raum, aber gerade das gefällt mir sehr gut. Jetzt sehe ich gerade, dass das hier noch nicht ganz fertig ist. Das soll. Oh, da hat wohl jemand auf 3x3 gestellt. Das soll hier weg. Ich möchte es gerne freischwebend haben. Das war eine Überlegung im Stream. Mir gefällt es so besser. Es ist geschisselter Skystone-Block. Das Ganze hat auch so, also auch ein bisschen was mit dem ME-System zu tun. Das fand ich eine sehr, sehr coole Idee. Ja, und was jetzt im Grunde noch fehlt, ist ein Raum hier drum. Und deswegen habe ich Folgendes im Inventar. Diesen Block kennt ihr bestens von oben. Jetzt muss ich nur mal schauen. Changing to Cylinder Mode. So. 4, nein, du sollst größer werden. 10. Und hier auch größer werden. 10. Und dann machen wir das mal an. Das hat sogar tatsächlich in etwa die Größe, die ich mir vorgestellt habe. Sehr cool. Vielleicht eine ein wenig kleiner. Auf 9 mal 9. Ja, das ist es auf jeden Fall. Wir wollen diesen Raum hier irgendwie gestalten. Das habe ich mir gedacht, machen wir im Zylinder. Und dafür brauchen wir Skystone Blocks geschisselt. Wir nehmen mal noch drei hiervon und schmeißen die hier mit rein. Wir könnten eigentlich noch mehr nehmen, ne? Skystone. Das sollte erstmal reichen. Wir brauchen unsere Chisel. Da brauchen wir erstmal langsam die Obsidian Chisel auf. Und fangen mal an, ein wenig zu bauen. Zum Beispiel an dieser Stelle könnte ich mir gut eine Säule vorstellen. Ebenso an dieser. Das muss natürlich alles sehr symmetrisch gehalten werden. Und das gleiche dann hier. Und eben genau gegenüberliegend hier.
Und da muss ich jetzt natürlich schauen, ob das in etwa symmetrisch ist. Ja, das müsste ja der gleiche Block dann sein. Ja, ist es, genau. So finde ich es cool. Und hier vielleicht der Mittelblock auf dieser Ebene. Da holen wir uns mal ein bisschen Dirt, um das Ganze hier aufzupolstern. Wie das Ganze hier unten enden wird, kann ich euch so noch gar nicht sagen, denn da muss ich ja erstmal noch ein bisschen terraformen, ein bisschen die Erde in natürliche Bahnen leiten, so dass es ein wenig natürlicher wieder aussieht. Und da ist der Skystone schon leer. Skystone 448. Sofort chiseln das Zeug. 1, 2, 3. Stacks noch oben drauf. Ja, höher auf keinen Fall. Eigentlich eher weniger. Sehen wir nachher mal. So, ziehen die Säulen hier hoch. Von innen kann ich besser sehen, da ist schon eins zu hoch. Mindestens. Und diese Säule ebenfalls höher. Auch das ist einer zu viel. Dann werden wir uns gleich ein wenig Enlighted Clear Glass nehmen, um das Ganze noch weiter auszukleiden. Ist das schon die richtige Höhe? Ich meine ja. Natürlich werden wir hier diese Kabelschächte noch verkleiden. Das heißt, diese Bereiche werden ausgespart. Enlighted Clear Glass. Davon haben wir auch im Stream einiges verbaut. Kann man das eigentlich chiseln? Nö. Okay, ich sollte doch die Dirt-Schablone erstmal hier unten benutzen. Dann kann ich nämlich gleich das Clear Glass da drauf bauen und das Ganze mit dem Builder's Wand hochziehen. Und hier genauso. Etwas tiefer. Okay, da bin ich. Na, da habe ich es etwas hochgesetzt. Das können wir ruhig hier unten anfangen. Ich kann es ja dann immer noch wieder wegschlagen, wenn mir das zu tief geht. Wie gesagt, das ist erstmal nur Hilfestellung dafür, dass ich jetzt gleich das Clearglas ansetzen kann. Und direkt mit dem Builder's Wand hochziehen kann. Alright. Dann machen wir das jetzt auch. Und fangen mal hier an der Stelle an. Und es leuchtet schon total geil jetzt. Und ziehen erstmal das hier hoch. Vielleicht machen wir erstmal die Schablone an allen Seiten fertig. Und schalten dann hier diesen Building Guide aus.
Da lasse ich erstmal weiter frei. Und hier. Ja, genau so. Dann machen wir erstmal die Schablone hier aus. Dann kann man deutlich, deutlich besser sehen. Und ziehen das Glas, soweit es geht, hier mit hoch. Erstmal nur bis auf diese Höhe. Und dann schauen wir mal weiter. Ich habe nämlich vor, hier gleich das Ganze, diese gesamte Schablone auf den Kuppelmodus zu ändern und dann hier eine Kuppel drüber zu ziehen. Ich glaube, das kann sehr cool aussehen. Und wenn wir hier diese Kabel auch noch versteckt haben, wir machen mal hier einmal nochmal diese Maschine an. Denn ich glaube, ab einer gewissen Höhe macht es doch wieder Sinn, hier mitzugehen. Nämlich genau ab hier. Das klopfen wir raus. Ja, genau, so machen wir es. Ab der Höhe gehen wir wieder mit. Und drüben genauso. Ein Block Platz. Und ab dann gehen wir wieder mit. Dann können die Kabelschächte cool verkleidet werden. So nicht. Und so erst recht nicht. Wer schmeißt denn den Stuff of Power weg? Und diese beiden Blöcke wieder weg. Die waren zu viel. Maschine aus, denn da sieht man immer so wenig. Da waren wir. Nehmen erstmal diese Glasblöcke, ziehen die mit nach oben. Und dann das Ganze noch einen mehr, genau. Und hier ebenfalls noch einer drauf. Und dann stellen wir auf Zylindermodus um. So nicht. Wie war das noch gleich? Changing to Cuboid Dome Mode. Genau, Dome Mode, nicht Zylindermodus. Und so würde dann eine Kuppel draus werden. Und ich glaube, das machen wir auch. Hier am Übergang fuschen wir so ein bisschen rum, dass wir das. Ja, dass wir es eben fertig hier rübergezogen kriegen, diese Art Gang, sag ich mal, wo dann auch der Aufzug mit drin ist. Und dann diese Kuppel über unseren ME-Kern ziehen. Das wird, glaube ich, eine sehr coole Sache, wenn dann hier noch die Skystone sich irgendwo in der Mitte treffen, wird das, glaube ich, eine sehr schöne Angelegenheit. Das werde ich vielleicht in einem Timelapse verpacken. Das sprengt, glaube ich, den Rahmen der heutigen Folge und ist generell aber auch nicht so interessant anzusehen, dass es eine ganze Folge mit verpacken wird. Vielleicht wird das eine Timelapse, also bleibt mal auf dem Laufenden, guckt zwischendurch. Vielleicht seht ihr irgendwann, wie dieses Ding gebaut wird. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst mal gerne einen Daumen da. Es war ja heute jetzt nur größtenteils eine Zusammenfassung vom Livestream, aber es kann ja durchaus sein, dass euch auch diese trotzdem gefallen hat. Naja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen und tschüss.